wenn wir nicht verstehen, dass es an uns liegt, die Dinge umzusetzen, dann werden wir Ausreden gebrauchen. Und im Leben haben wir immer nur zwei Möglichkeiten zu antworten. Deswegen steckt in dem Wort Verantwortung Antwort drin. Wir können entweder antworten mit Ausreden, dann reden wir uns ins Aus, dann ist Positionierung nicht machtvoll, dann werden wir sagen, ja, für mich gilt das nicht. Oder wir setzen es um. Wir sagen, okay, es liegt an mir. Ich übernehme volle Verantwortung. Jetzt kommt etwas ganz Spannendes. Es gibt so einen doppelten Kreis, der die Verantwortung ganz gut uns aufzeigt. Das ist einmal hier der äußere Kreis, das ist unser persönliches Universum beziehungsweise unser Interessengebiet, unsere Interessen. Alles das, was uns interessiert. Das können wir aber nicht beeinflussen. Sagen wir, uns interessiert, was in Deutschland mit der Steuerpolitik passiert. Ja, dann ist das unser Teil unseres persönlichen Universums, interessiert uns, können wir aber nicht großartig beeinflussen. Dann haben wir aber einen Bereich, das ist der Kontrollbereich. Den können wir beeinflussen. Und da könnten wir zum Beispiel sagen, ja, ich kann aber Steuern für mich optimieren, legal. Ich kann mich da schlau machen. Das heißt, ich habe immer diese beiden Dinge, das persönliche Universum. Hier gilt es, dass ich mir klar mache, dass ich trotzdem Verantwortung habe, wie ich reagiere und wie ich es interpretiere. Und ich habe den Kontrollbereich und hier habe ich vollen Einfluss. Und die Kunst des Lebens ist es, dass ich den Kontrollbereich erweitere, dass ich ihn immer weiter mache. Und jetzt kommt etwas ganz Spannendes. Am besten kann ich ihn erweitern, indem ich den Bereich, den ich kontrolliere, beruflich verringere, spitzer mache. Dass ich mich nur auf diesen roten Bereich konzentriere. Das ist ja kontraintuitiv. Wir würden ja eigentlich denken, wenn ich etwas verbreitern soll, dann muss ich auch das, was ich beruflich kontrolliere, verbreitern. Nein, das machen wir spitzer. Und das ist die Kunst des Positionierens.